Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute melden wir uns wieder mal aus Assetto Corsa zu der Formula Hybrid Mod. Ja, wie ich schon sagte im letzten Video, findet ihr übrigens da oben, da waren wir ja in Abu Dhabi und haben ja so eine Art Pole-Lap-Challenge gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Strecke fahren. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir noch eine Strecke in Reserve haben, zumindest also ich. Und da habe ich mir gedacht, okay, fahren wir einfach mal in Laguna Seca, wo die IndyCar Series fahren. Ja, versuchen wir auf jeden Fall eine sehr gute Runde hinzubekommen. Ich werde es übrigens jetzt so machen. Der erste Run mit 5 Kilo, der zweite Run nochmal mit 5 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Und im dritten Run nur noch 2 Kilogramm Sprit an Bord und dann wirklich volle Attacke, was ich noch habe. Also würde ich sagen, here we go. Ich habe euch ja im letzten Video ja gefragt, ob jemand von euch da ein Setup-Experte ist. Also es hat sich einer gemeldet und der hat gesagt, ich soll die Bremsballons ganz nach hinten stellen. Ich habe erstmal in Anführungszeichen klein angefangen. Ich habe von 53 auf 56 gestellt und muss ganz ehrlich sagen, das war auf jeden Fall doch sehr zufriedenstellend. Also mit 56 komme ich auf jeden Fall sehr gut zurecht. Ja, aber generell, liebe Leute, interessiert mich, was haltet ihr von Laguna Seca? Ihr kennt ja sicherlich alle diese einzigartige Strecke mit diesem, ich sag mal, mit dieser Korkenzieherkurve, die auch wirklich sehr kompliziert ist. Denn im Training bin ich hier eine 1.7.0 gefahren. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich dort gefühlt so 12 Mal gedreht. Also, alles Mögliche war dabei und ja, ich war kurz davor zu verzweifeln, aber ich dachte mir, nein, Mike, komm, du schaffst das. So, hier, ja, das zählt noch. Aber mir gefällt die Strecke auf jeden Fall sehr. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt und ja, jetzt haben wir schon unsere Strecke, unsere Runde fast abgeschlossen und wir meißeln in den Asphalt folgende Zeit eine 1,86. Mhm. Okay, 1,86 ist schon mal nicht schlecht. Das war eher so eine Art Erkundungstour. Und ich würde sagen, neuer Run, neues Glück. So, liebe Freunde, zweiter Run. Und ich würde sagen, let's go. Also, laut meines Monitors, eine 1,8626 gilt es auf jeden Fall jetzt zu knacken. Das werden wir wohl hinbekommen. Wieder 5 Kilogramm Sprit an Bord. Und volle Attacke. Vielleicht ein bisschen früher bremsen, was das hier angeht. Ja, ich muss auf jeden Fall beim dritten Schild muss ich bremsen. Das muss ich mir irgendwie merken. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Bisher kann ich mich noch nicht beklagen. Ja, wunderbar. Eingang zurück, jawohl. Erwischt. Sehr stark anbremsen. Nicht abkürzen. Ja. Ich würde ja gerne schneller dadurch fahren, aber da habe ich so das Gefühl, dass ich mich entweder drehe oder die Runde ungültig wird. Oh, da habe ich sehr viel Dreck mitgenommen. Aber es geht noch. So, und die zweite Runde, die ich jetzt hier in den Asphalt hämmer, ist eine 1,65. Ja, das ist meine Zeit. Okay, das habe ich mit 5 Kilogramm Sprit geschafft. Was schaffe ich denn mit 2? Das erfahrt ihr jetzt. So, liebe Leute, der finale Run. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für eine Zeit ihr gesetzt habt. Ich muss dazu sagen, ich habe immer noch das quasi Standard-Setup, nur Aero habe ich ein bisschen höher gestellt auf 33 und den Frontspoiler auf 11. Also, letzte Runde. Das sieht ganz gut aus. Also bisher bin ich zufrieden. Ja, war auch okay. Nicht unbedingt super, aber ja, die war gut. Und jetzt die Korkenzieherkurve, meine Angstkurve.
Okay, das geht klar. Hast das Auto verloren. Eine 16517 gilt es zu knacken. Schaffe ich es? Ja, nein, vielleicht. Eine 15773. Also, ich finde, das sind mal eben 8 Zehntel gewesen. Wegen 3 Kilogramm Sprit, die ich rausgenommen habe. Huiuiuiui. Ja, ich würde mal sagen, liebe Freunde, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Strecken sehen wollt. Ihr könnt auch als Option bei mir auf meinem Discord joinen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr mir auch sagen, hey Mike, ich wünsche mir ganz gerne die Strecke oder die Strecke. Die nächste Strecke, die ich fahre, ich werde es noch nicht sagen, aber die ist weltbekannt. Sie gibt es leider nicht mehr. Also nicht so wirklich. Und da würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.